Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzung der Hornhaut. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe, den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge. Und ich bin angekommen bei Glukokortikoide als Augengel, Augensalbe, Augentropfen. Und das ist Dexmetason, Hydrocortison, Prednisolon, unkonserviert, die Bewertung grün. Geeignet bei Entzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind. Und Dexmetason, das gleiche. Nee, Dexmetason, Fluorometolon und Prednisolon. Jeweils unkonserviert, die sind hellgrün bewertet, auch geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Ich lese vor. Glukokortikoide in Klammern Augengel, Augensalbe, Augentropfen. Glukokortikoide stoppen Entzündungsreaktionen und verhindern so, dass sich die Entzündung weiter ausbreitet. Dexmetason, Hydrocortison, Prednisolon, in Klammern jeweils unkonserviert, die Bewertung grün. Geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind. Und dann Dexamethason, Fluorometolon und Prednisolon, in Klammern jeweils konserviert, auch geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. Die therapeutische Wirksamkeit von Glukokortikoiden ist für die Behandlung von Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind, belegt. Da Konservierungsmittel die Augen schädigen können, sind Zubereitungen ohne Konservierungsmittel vorzuziehen. Wichtig zu wissen: Von Ausnahmen abgesehen, sollte eine Glukokortikoidbehandlung am Auge nicht länger als 2 Wochen dauern. Bei längerem Gebrauch dieser Augenmittel kann sich die Sehleistung verschlechtern. Es kann sich eine Linsentrübung entwickeln. Verändert sich Ihre Sehfähigkeit, sollten Sie sich an einen Augenarzt wenden. Bei Patienten mit grünem Star, in Klammern Glaukom, muss der Arzt Nutzen und Risiken besonders sorgfältig abwägen. Der Augeninnendruck muss in kurzen Abständen kontrolliert werden. Da der Wirkstoff teilweise ins Blut und in den Körperkreislauf gelangt, können die Augenmittel die gleichen unerwünschten Wirkungen haben wie eingenommene Glukokortikoide. In seltenen Fällen können Glukokortikoide den Augeninnendruck so erhöhen, dass es zu einem Glaukomanfall kommen kann. Symptome sind gerötete, schmerzende Augen, ungewohnt starke Kopfschmerzen, geweitete Pupillen, sich hart anfühlende Augäpfel und Sehstörungen. Suchen Sie dann sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Notarzt. Sie könnten erblinden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern unter 14 Jahren, die Glukokortikoide länger als 4 Wochen am Auge anwenden, ist das Risiko, dass sich eine Linsentrübung entwickelt, besonders groß. Die Mittel sollten nur bei Kindern angewendet werden, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichend wirken. Wie oft das Glukokortikoid angewendet wird, hängt davon ab, wie schwer die Entzündung ist. Es ist denkbar, dass Sie anfänglich jede Stunde eine Portion eingeben sollen, dann aber die Dosierung bis zu einer Anwendung alle 2 Tage reduzieren können. Habe ich richtig vorgelesen. Für Schwangerschaft und Stillzeit.
Da Glukokortikoide auch bei der Anwendung am Auge in den Blutkreislauf gelangen können, sollten während der Schwangerschaft solche Mittel nur zum Einsatz kommen, wenn der Arzt sie unbedingt für erforderlich hält. Wenn dies der Fall ist, sollten sie so kurz und so niedrig dosiert wie möglich angewendet werden. Glukokortikoide gehen in die Muttermilch über. Daher sollte auch in dieser Zeit die Notwendigkeit einer Anwendung sorgfältig geprüft werden. Es geht weiter mit Glukokortikoid und Antibiotikum als Augentropfen. Das ist Dexmedason und Tobramycin in Klammern konserviert und das ist gelb bewertet, mit Einschränkung geeignet nach der Operation eines grauen Stars, wenn eine entzündliche Reaktion gebremst und Infektionen vorgebeugt werden soll. Dass die kombinierte Anwendung gegenüber der Anwendung von Einzelmitteln Vorteile hat, sollte noch besser belegt werden. Das Produkt enthält Konservierungsmittel.